Fleisch sind alle Teile von geschlachteten oder erlegten warmblütigen Tieren, die zum Genuss für Menschen bestimmt sind. Die Brühwurst. Die Frischware. Die Kochwurst. Das Pökelfleisch. Das Rauchfleisch. Die Rohwurst. Als Frischware wird Fleisch bezeichnet, das frisch und weder verarbeitet noch eingefroren ist. Die Herstellung von Pökelfleisch ist schon seit der Antike bekannt, um Fleisch längere Zeit haltbar zu machen. Während des Pökelprozesses verlieren die Bakterien ihren Hauptanteil an Wasser und dies beeinflusst ihre Reproduktionsrate und erhöht zugleich die Zeit der Konservierung. Das Fleisch selbst verliert Wasser, wird härter und leichter. Das benutzte Pökelsalz enthält Nitrate, die als Antibiotika gegen Bakterien wirken und sich mit dem Farbstoff der Muskelfasern des Fleisches verbinden und das Fleisch roter wirken lassen. Während des Pökelprozesses kann es zu einem Verlust an Eiweiß und Vitaminen im Fleisch kommen. Rauchfleisch ist ein Sammelbegriff für alles durch Räuchern produzierte Fleisch. Zunächst wird das Fleisch gesalzen und dann in den Rauch über einem Feuer platziert. Durch die Trocknung verliert das Fleisch zwischen 10 bis 40% des Wasseranteils. Neben der Erhöhung der Konservierungszeit des Fleisches verändert der Prozess die Farbe, den Geruch, den Geschmack und die Oberflächentextur des Fleisches. Der Räucherprozess ist in verschiedene Etappen unterteilt, die aus Räucher- und Frischluftetappen bestehen. Die Wurst ist ein Nahrungsmittel, das aus zerkleinertem Fleisch, Speck, Salz und Gewürzen besteht. Es kann ebenfalls Blut oder Innereien enthalten. Die zubereitete Masse wird in Därme, Mägen oder Blasen gefüllt und gekocht, gebraten, geräuchert oder frittiert. Dies ist von der Sorte abhängig. Brühwurst ist ein Sammelbegriff für alle Würste, die mit Wärme behandelt werden, ob gebraten, frittiert oder gebacken. Das Protein der Wurst gerinnt und schafft so eine feste Struktur, die das Schneiden der Wurst erleichtert. Dieser Zustand ist permanent und ist auch nach dem nochmaligen Kochen beständig. Die Brühwurst besteht aus bis zu 50% Fleisch, 25% Fett und 25% Wasser. Zur Produktion benutzt man mageres Fleisch und Speck. Beim Zerkleinern muss die Fleischmasse gekühlt werden, um eine frühzeitige Rinnung zu verhindern. Salzwasser 1,5 bis 2% wird hinzugegeben, um das Volumen der Wurst zu erhöhen und sie zudem zu konservieren. Außerdem werden Gewürze während der Verarbeitung hinzugefügt. Die fertige Fleischmasse wird in Därme gefüllt und auf eine Temperatur von 68 Grad Celsius innerhalb der Wurst erhitzt. Kochwurst wird als Sammelbegriff für alle Würste verwendet, die bereits vor der Verarbeitung gekochte Zutaten enthalten. Die Bindung der Bestandteile wird durch Fett, Gelee oder geronnenem Blutprotein realisiert. Deshalb bleiben die Kochwürste nach dem nochmaligen Kochen nicht mehr fest. Nach dem Abfüllen in Därme, Gläser oder Dosen findet der Kochvorgang im Gefäß statt. Neben Fleisch enthalten Kochwürste Innereien wie Leber und Zunge, Blut oder Getreide. Die Rohwurst besteht aus rohem Fleisch, Speck und Gewürzen und wird frisch verzehrt oder durch Trocknung oder Räuchern konserviert. Vor der Verarbeitung wird die Wurst mit Milchsäurebakterien oder Edelpilzen behandelt, um eine Reifung des Fleisches zu erhalten, die die Konsistenz und den Geschmack verändert. Die Rohwurst wird in streichfeste
und schneidfeste Wurst unterteilt. Bei der Produktion werden ebenfalls Nitratsalze verwendet, die den Geschmack, die Farbe und die Haltbarkeit verändern. Als Streichwurst werden jene Würste bezeichnet, die streichfähig sind. Die Bierwurst, die Bierwürste. Die Bockwurst, die Bockwürste. Die Jagdwurst, die Jagdwürste. Die Knackwurst, die Knackwürste. Die Käsekrainer. Der Leberkäse. Die Lione. Die Mortadella. Die Weißwurst. Die Weißwürste. Das Wiener Würstchen. Die Wiener Würstchen. Die Zungenwurst. Die Zungenwürste. Die Blutwurst. Die Blutwürste. Die Beutelwurst. Die Beutelwürste. Die Grützwurst. Die Grützwürste. Die Leberwurst. Die Leberpastete. Der Presskopf. Die Schweinskopfsülze. Die Schweinskopfsülzwurst. Der Bierschinken, die Bratwurst, die Bratwürste, die Puschter Debritzner, die Krakauer. Die Landjäger. Die Salami. Die Zervelatwurst. Die Mettwurst. Die Teewurst. Das Aspik. Die Bulette. Die Buletten. Die Frikadelle. Die Frikadellen.
Der Kassler, die Kassler. Der Kochschinken, die Kochschinken. Der Krustenbraten, der Lammbraten, die Roulade, die Rouladen, das Schnitzel, die Schnitzel. Der Schwarzwälder Schinken, der Schweinsbraten, der Schweinebraten, die Thüringer Bratwurst, die Thüringer Bratwürste. Das Truthahnwürstchen, die Truthahnwürstchen.